Hey, hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Dishonored für den PC. Sorry, dass so lange kein Part kam. Ich hatte einfach keine Zeit. Das ist leider die grausame und gesamte Wahrheit. Im letzten Part haben wir das erste von, keine Ahnung, 3 oder 4 Kapiteln abgeschlossen. Hui. Und jetzt, schließen wir mal das zweite Kapitel ab. Also wir fangen jetzt erst damit an übrigens. Wir schließen es noch gar nicht ab. So, gucken wir uns erstmal ein bisschen um hier. Oh. Was haben wir hier irgendwo? Das Travel, Öltank, Rune. Aber sonst nichts. Aber zu der Rune, da würde ich ganz gern hinwollen. Falsch. So. Ach, kannst du jetzt bitte mal diese Nachtsicht ausmachen? Das wäre sehr nett. Danke. So. Ich muss natürlich auch erstmal kurz wieder ins Gameplay reinkommen, weil ich glaube jetzt einen Monat oder so nicht gespielt habe. Nehmt mir das bitte nicht so übel. Tut mir leid. Huch, leck. Hier ist eine Rune, habe ich gehört. Tatsache. Und wie gewünscht. Ja, danke. Kann ich mir damit jetzt schon was kaufen oder noch nicht? Assassinenrufen, Blick ins Nichts, besonders in den Knochen. Ich wollte das erhöhen. Und ja. Aber erstmal würde ich das erhöhen. Dann werde ich teleportieren erhöhen und dann ja mal gucken. Und jetzt will ich mal kurz was nachprüfen. Und zwar habe ich gerade. Also ich weiß ja hier, wenn man sich nicht bewegt beim Teleportieren, dann hält die Zeit an. Und in dem Ladescreen habe ich jetzt einen Tipp bekommen und ich möchte mal eben gucken, ob das stimmt. Tatsache. Das geht auch in der Luft. Das ist ja richtig krass geil. Dann ist Traverse closed, dann muss ich hin. Das sind die Öltanks, okay. Kadokai, ich hab keine Ahnung, wie ich da vorbeikommen soll. Gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Kein Zweifel. Ah, ich weiß was. Verdammte Ratte! Und jetzt? Ich werde dich die Nacht. Das war jetzt nicht so geplant. Hey, aua! Nee, das war jetzt alles andere als so geplant. Ach nee, muss ich jetzt wieder am Anfang der Mission starten? Bitte nicht. Oh komm schon, bitte noch nicht. Das ist gut. Das ist ein angenehmer Platz. Das ist ein guter Kompromiss. Wie gewünscht. Muss ich jetzt mal warten, bis da ein paar Gegnerchen sind und dann werde ich da höchstwahrscheinlich einfach mal was reinpumpen. Also ich meine, einen Pfeil reinpumpen, der mir dann eventuell durchaus ein paar Gegnerchen abnimmt. So, ich habe keine Ahnung, wie viel mir das jetzt abgenommen hat, aber ein paar auf jeden Fall. Oh nee! Das lief jetzt nicht ganz so wie geplant. Muss ich ehrlich gestehen. Das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube nicht, dass ich das so behalten möchte. Aber da sind ganz schön viele Wachen. Ich muss echt überlegen, wie ich da vorbeikommen will. Okay. Wurde von Staatsfeinden ermordet, während der heldenhaft versucht, hier einen Sabotageakt zu verhindern. Melden Sie verdächtige Personen. Das ist ja blöd.
komme ich da, komme ich da oben drüber oder nicht? Na klar, hier brauche ich keine Öltanks. Pff. Wir machen es uns einfach as simple as shit. Der Rattensturm da unten gefällt mir jetzt nicht so, mit dem möchte ich mich nicht unbedingt anlegen. Ich glaube, wir machen das wie folgt. Oh, unter mir werden gerade welche von Ratten zerfressen. Shit, ich komme gar nicht so weit. Ich wurde jetzt aber, glaube ich, entdeckt und das möchte ich gerade nicht. Ich glaube, das lief gerade nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte ursprünglich. Ich hab eine Idee. Reicht auch nicht. Das ist ja krass. Na gut, dann warte ich erstmal, bis die zerfressen wurden. Werden sie nicht. Perfekt. Jetzt lief es exakt wie ursprünglich geplant. Bam. So. Okay, hier ist Traverse Crows. Wir sind tatsächlich schon da, ha? Huh? Stelle würde verschwinden, solange sie noch können. Ach ja, wo wohnst du? Ja. Hab doch gesagt, dass er kommt. Schnapp den Jungs. Los, holen wir uns diesen. Ist ja doof. Muss ich die jetzt töten oder wie war das jetzt? Ich hab die jetzt erstmal nur bewusst lositiert. Das war eigentlich mein Ziel. Hi, Thalia. Der Meisterassassine. Sie wollen also wissen, wer Delilah ist. Nun, mein Onkel ist von ihr besessen, darum wird er Ihnen nichts erzählen. Ich verlange nur zwei Dinge. Lassen Sie meinen Onkel verschwinden und bringen Sie mir sein Testament. Als Gegenleistung erzähle ich Ihnen von Delilah Copperspoon und werde Sie für Ihre Mühen entlohnen. Anschließend kommen Sie zurück. Wir treffen uns am Hafen, wenn Sie Erfolg hatten. Oha. Das klingt nach einem optionalen Ziel. Ich habe nach wie vor zwei Runen. Okay, Moment. Eliminiere Justiziar Arnold Tim Schnee. Okay, ist scheinbar keine Alternative. Okay. Nicht mit mir. Gefahr. So. Alles erstmal meins. So. Speichern. Speichern. Safe. Ich muss rülpsen. Okay, also wir sind jetzt in irgendeinem Bezirk der Hutmacher. Oh nee. Es werden ja immer mehr. Ich glaube, das DLC will es einem nicht leicht machen, unbemerkt irgendwo durchzukommen. Das würde ich an deiner Stelle übrigens nicht machen. Bewusstlos die jetzt einfach alle. Ich habe eh einen hohen Chaos-Faktor. Besagten Ort plündern ist Craxtonheim zahlen. Nachsehen wir, was es dem Schlüssel wurde, den wir der Wache geklaut haben. Jauncey hat ihn genommen, weil er ein paar Rechtsverdrehe erleichtern will. Ist aber noch nicht von den Balkonen runtergekommen. Diese Woche endlich mal Zähne putzen. Zähne putzen.
verdammt! Wohin bist du verschwunden? Oh shit! Nee, ich möchte das so eigentlich wirklich nicht haben. Ich werde lieber nochmal versuchen, mich hier irgendwie komplett durchzuschleichen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich das anstellen werde. Ich habe da zumindest schon eine Idee. Dafür müssen wir kurz warten. Nur ein paar Sekündchen. Hoffentlich nur ein paar Sekündchen. Eigentlich ja schon nur ein paar Sekündchen. Huch, da oben läuft auch einer, okay. So. Genau so wollte ich das eigentlich haben. Vielleicht nicht ganz so knapp, habe ich jetzt gespeichert? Ja. Warum kam der jetzt? Der kam vorher nicht. Der Mann braucht halt schon Skill für so ein Spiel. Okay. Und man sieht eindeutig, dass ich diesen nicht habe. Man braucht ihn, aber er fehlt mir. Scheiße, die ist verschlossen. Mann, ich komme nicht zu diesem Fressen. Moment, das will ich überhaupt bei dem Fressen. Ich habe doch Energie. Oh. Man sieht deinen Schatten durch die Treppe durch, du Vogel. Ich würde mir mal Gedanken machen. Mann, wie viele von denen sind denn hier? Oh nee. Jetzt wird's mir einfach zu gefährlich. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Ruhe bewahren. Puh. Wir sind schon mal bis ganz nach oben gekommen. Vielleicht nicht perfekt, aber doch eigentlich ganz gut. Wir sind auf der anderen Seite, fällt mir gerade auf. Wir haben es geschafft. So, wo ist meine Nachtsicht hier? Knochenartefakt, Knochenartefakt. Das hole ich mir definitiv nicht. Das da könnte ich mir aber holen. 20 Meter und über mir. Ey, was ist hier? Ha. Der Hauptmann hat den Justizbereich abgeriegelt. Oh, hier sind wieder normale Soldaten. Noch ein Artefakt über mir. Genau über mir. Also ziemlich genau über mir, meine ich. Gegner? Keine. Knochenartefakt. Und welches Knochenartefakt ist es? Schneller Pirscher. Mit weggesteckten Waffen erhöht sich deine Geschwindigkeit. Ach ja, das kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon aus dem Hauptspiel. Wollen wir aber nicht. So, ich werde jetzt erstmal die Öltanks... nicht mehr markieren. Weil mir das nicht wirklich was bringt. Okay, den könnte ich hier von oben jetzt wunderbar assassinieren.
Aber da hinten geht's zum Justizbereich. Sir, was gibt's? Ich wollte Ihnen nur zu Ihrer eigenen... Oh, der, da war einer hinter mir. Wo kam der her? Stand der schon da? Habe ich mich neben den teleportiert oder was habe ich gemacht? Oder steht der hier? Sir, was gibt's? Ich wollte Ihnen nur zu Ihrer eigenen Einheit gratulieren. Er muss hier irgendwo sein. Ach man. Hätte ich eine Sekunde weniger gebraucht, dann wär's. Dann hätte es funktioniert. So, ich werde erstmal hier an der Stelle speichern nochmal. Zu Ihrer eigenen Einheit gratulieren. Warten, bis der sich umdreht. Dreh dich um. Brauchen wir nicht mehr Männer, Sir? Wunderbar. Nochmal speichern. Ich werde jetzt mal einfach hier unten überspeichern, damit wir nicht 100.000 Spielstände haben. Wir besetzen das Viertel. Der Hauptmann hat den Schlüssel. Viel Glück, falls ihr ihn brauchen solltet. Er ist die Straße runter am Armenhaus. Na danke. Sind die Wache? Jeder von uns ist war überhaupt nicht knapp. Kommandoposten des Hauptmanns. Na danke. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Hier ist der Kommandoposten. Okay. Ist das also der Hauptmann? Weil ja, ich lege ihn nur mal kurz weg, damit... Drolliger Hut. Waren die Hutmacher vor mir am Schlüssel. Oh nein. Hier, geh pissen. Ich wollte nur nicht, dass er sich jetzt umdreht und merkt, huch, da ist ja jemand, ui. Eine Notiz. Hauptmann, sieht so aus, als hätten die Hutmacher hier eingebrochen und sich den Schlüssel zum Justizbezirk geschnappt. Ich werde denen zeigen, wo der Hammer hängt. Pete. Pete? Heißt das, Pete hilft mir vielleicht? Justitorium, oh nee. Was ist denn das für eine Hinterhergelatsche hier? Nein, siehst du nicht. Noch immer vermisst. Wer über Hinweise verfügt, die zu ihrer Entdeckung führen, kann mit einer hohen Belohnung. Unzerstörbare Tür. Mal sehen, was da drüben vor sich hat. Hier oben läuft einer hin. Shit, Alter, aber ich habe hier noch eine. Ist er aufgewacht? Seit wann wachen die denn wieder auf? Die war. Also im Hauptspiel sind die nicht wieder aufgewacht, wenn man die bewusstlos genudelt hat. Liegt das an dem DLC? Wachen die hier ernsthaft wieder auf? Okay, die Tür ist offen, das heißt, hier war jemand. Sammy meint, du weißt, was Chauncey passiert ist. Sammy redet viel. Ist nur, was Chauncey getan hat. Ach ja? Also. Nur eine Frage der Zeit. So. Ich glaube, jetzt habe ich mir erstmal hier ein bisschen Basis geschaffen. Ich glaube, dieses DLC hat eh keinen. Also, ich meine, ich glaube, es macht hier eh keinen Unterschied. Wen man. Welchen Faktor man hier hat. Moment, habe ich den Schlüssel jetzt? Nee.
Natürlich habe ich den Schlüssel nicht. Schlüssel zum Justizbewerb. Was ist denn das für ein Kack hin und her gerinne gerade? Menschenskinnes. Was ist denn jetzt da oben? Hä? Ja, was wohl? Nein. So, nochmal bitte. Aber diesmal ein bisschen geskillter. Ja. War richtig geskillt. Genau wie geplant. Ein Tresor. Ohne Zahlen vom Schloss. Ui. Ja, warum nicht, ne? So, der Schlüssel ist woanders. Warum ist hier Blut? Das ist sehr strange. Der Schlüssel ist irgendwo in so einem Nebengebäude. Das habe ich jetzt auch gesehen. Da. Huch. Ich bin durch die einzige kleine Lücke, die es da gab, gefallen. Herzlichen Glückwunsch. Da habe ich festgesteckt. Auch mal was Neues. So, und hier drin soll der Schlüssel sein. Alles klar. Alles klar. Chauncey. Chauncey no longer alive. Wisst ihr, was mich daran nur ärgert? Ich hätte die ganze Zeit im Prinzip nur einmal da reingehen müssen und wäre dann jetzt schon längst im Justizbezirk. Das ist die einzige Kleinigkeit, die mich daran so ein bisschen ärgert, aber okay. So, den Part beenden wir dann jetzt auch gleich mal. Aber vorher möchte ich hier rein. Ja, zum Justizbezirk gehen. Dankeschön. Na, das kann was Witziges werden. Der Leiner malte eines Porträts für Justiziar Arnold Timsch. Oh. Sieh dich mal um. Versuch, Timsch zu finden. Auf den Dächern in der Nähe ist Ausrüstung versteckt. Wir haben schon seit längerem einen Anschlag auf Timsch vor. Ich weiß. Die halbe Stadt will ihn tot sehen. Wir werden mit ihm etwas Geld verdienen. Wir treffen uns da vorne. Gut, Leute. Aber hier würde ich erstmal sagen, wir beenden den Part an der Stelle und sehen uns hier im Justizbezirk dann beim nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.